Hallo. Na, hast du Hunger? Es dauert aber noch ein Weilchen. Du findest hier bestimmt so lange eine Beschäftigung. Sieh dich doch mal um. Mit einem Klick auf das kleine Ei kommst du zur leichten Übung. Willst du die schwierigere Übung probieren, dann klicke auf das große Ei. So, jetzt kann's losgehen. Das große Pfannkuchenessen beginnt. Einer muss immer den Teller im Auge behalten, damit es nicht zu wenig Pfannkuchen werden. Das ist deine Aufgabe. Schau genau, was passiert und rechne aus, wie viele Pfannkuchen auf dem Teller sind. Achtung! Mal lege ich frisch gebackene Pfannkuchen dazu und dann werden wieder welche vom Teller gefuttert. Im Moment liegen schon 4 Pfannkuchen auf dem Teller. Achtung, hier kommen die nächsten frischen Pfannkuchen. Ist's für dich noch nicht ganz klar? Pass auf, es ist gar nicht schwer. Lass uns erstmal plus rechnen. Auf diesem Teller liegen schon 6 Pfannkuchen. Und 3 Pfannkuchen legt die Bäuerin jetzt noch dazu. 6 Pfannkuchen plus 3 Pfannkuchen gleich? Na klar, 9 Pfannkuchen. Das Ergebnis schreibst du hier unten hin. 6 plus 3 gleich 9. So, nun schauen wir noch, wie das geht, wenn wieder Pfannkuchen weggefuttert werden. Auf dem Teller, das haben wir ja gerade ausgerechnet, liegen 9 Pfannkuchen. Nun nimmt sich Alberta 2 Pfannkuchen und futtert sie auf. Wie viel Pfannkuchen liegen nun noch auf dem Teller? Genau, du rechnest 9 Pfannkuchen minus 2 Pfannkuchen gleich 7 Pfannkuchen. Das Ergebnis schreibst du wieder hier unten hin. 9 minus 2 gleich 7. Es liegen also noch 7 Pfannkuchen auf dem Teller. Kannst du nachzählen? Du hast gut mitgerechnet. Hier kommen die nächsten. Leider kein Treffer. Mmh.
Jetzt ist Schluss. Ich habe keinen Teig mehr. Zwei sind noch übrig. Will die niemand mehr? Na dann, vielen Dank für deine Hilfe. Hui, was ist denn das? Ein Geschenk? Was könnte da wohl drin sein? Wenn du es haben möchtest, dann klicke darauf. Vergiss aber nicht, deinen Drucker anzuschalten. Du kannst dein Geschenk aber auch erst später ausdrucken. Du findest es im Aufgabenbuch auf der Belohnungsseite.